Und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge, hätte ich mal gesagt, nein, zur neuen Let's Play. Wir spielen, heißt das nochmal? Dead Space, da steht Dead Space. Ich hab, ehrlich gesagt, Dead Space habe ich schon, glaub gefühlt dreimal versucht, oder so, ja, Dead Space, dreimal versucht zu spielen und immer wieder irgendwie aufgehört. Allerdings zu Zeiten der PS3 noch. Ja, war halt so. Ne? Aber das hieß, das war aber nicht, weil das Spiel so schlecht war für mich, sondern weil immer irgendwas dazwischen kam, dass ich nicht zu Ende gespielt habe. Also spielen fand ich das immer sehr, sehr gut. Gruselig vor allen Dingen. Ich weiß noch, damals habe ich mich versucht nicht zu gruseln und dann habe ich so getan, als wäre das Spiel voll langweilig. Weil das Spiel ist gruselig. Auch weil er schon so alt ist. Was mich wundert, Steam. Bei Steam gibt es keinen Dead Space 2, sondern Dead Space 3 hinterher. Das habe ich auch runtergeladen und das werden wir auch spielen. Also, jetzt geht's auf jeden Fall los. Dead Space. Hä? Was? Okay, ich habe nämlich nur ein. Schwierigkeitseinstellung habe ich gar nicht gesehen. Oh, oh. So, bin ich mal gespannt. Also gespannt, ja, wie gesagt, ich kenne es nur bis dahin, wo wir auf die Meteoriten schießen mussten. Und das habe ich damals nicht. Auf der PS3 allerdings. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Und, aber dafür war das Spiel trotzdem geil. Ich weiß noch, irgendein YouTuber, ich habe mir das mal bei YouTube irgendwie angeguckt bei jemandem, bevor ich es gespielt hatte. Das war dann, der ist immer so, hat immer geschrien und Angst gehabt und so, dachte ich, wow, so gruselig ist es doch gar nicht. Ich habe mich dann versucht einzureden beim ersten Mal spielen. Es ist nicht gruselig, aber doch. Ach doch, das ist wirklich gruselig. So viele Monster und man kann sich auch sehr viel erschrecken. Aber halt! Aber halt! Ishimura. Ich habe gerade ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Okay, los geht's. Voll von der Rolle hier gerade. Ja, ich bin genervt, weil Tschernobyl liegt Absturz immer wieder. Und ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. Du ein kleines Ding. Okay. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Warum ruckelt sie das? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Warum ruckelt das denn so heftig? Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Ja, besoffen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Ja. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Iges 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ada, wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura, das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura. Hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße! Sir, die Undock-Probe... Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir haben in die Hölle! Fahren Sie die Schilde hoch!
Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Sind Sie irre? Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen! Corporal, das war ein Befehl! Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das Schiff auch in die Grütze ging. Sind alle okay? Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich habe soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Bau die Haare. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Die Kraft schnell mir so scheiße aus. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Genau. Wie gesagt, ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das Schiff kaputt ging. Ich will mal ganz kurz Option. Grafik. Können wir es nicht höher einstellen? Geht das nicht? Vollbildmodus ein, aus. Vorsicht, ein ist an. Hoch. Jetzt ultra hoch. Mittel hoch. Weitere Grafikeinstellungen. Überall ein. Ja gut, dann nehmen wir das mal so an. Annehmen. Oh, Bild ist weg. Aber das Bild war ja fürchterlich. Soll die Auflösung? Ja. Gleich viel besser, oder? Gleich viel besser. So. Los geht's. Ja, gehen, WASD, bla bla, umsehen mit, ja. Shift rennen, E weiter. Warte mal, da müssen wir hin. Jetzt muss die Maus doch irgendwie so ein bisschen anders eingestellt werden. Okay. Die Haare sehen aber immer noch scheiße aus von dir, Fräulein. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Unglaublich. Ja, das Ding ist im Arsch. Aber er ist in der Meinung, das Leben ist gerettet worden von uns. Wow, geile Knarre. Pass auf, ich muss die Mauseinstellung doch noch mal ändern. Die geht mir so ein bisschen auf den Keks hier gerade. Steuerung. Eine Mausempfindlichkeit, die kann auch schon gerne echt ein bisschen schneller. Ja, genau. So. Bitte warten. Bitte warten. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Wie komme ich an diese Dinger denn ran? So, Schaltertür benutzen. Hab ich ge... Ja! Dass hier noch keine Leichen rumliegen, ne? So in diesen... Na gut, wer... Vielleicht wollte keiner hier flüchten. Moment. Moment. Sieht aus, als wären sie ziemlich in Eile gewesen. Aber hier kann ich die Kisten noch nicht aufmachen. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Warum denn ich? Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie. Kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Oh, warte da. Lokalisierer B. Ah, das sind die Dings, ne? Aufgaben. Kartenbildschirm? Okay.
Und Aufgabebildschirm. Sicherheitsfolgen, Hangartür öffnen, Sicherheitskonsole aktivieren. Wo wäre denn die? Das müsste doch denn laut Theorie die hier sein, ne? Laden. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Auf einmal sehen wir hier das Blut. Oh, die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Hitzesystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Ich bin mir nicht sicher. Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Komm schon. Ja. Raus da, Mädels. Hab ich mich nicht gern? Renn, Isaac! Was kann er da sein? Ich mach es schon! Das war aufregend. Ui! Okay. Das ist alles immer so lange her gewesen, wo man es gespielt hat, ne? So, hier ist alles Tutti Frutti. Hier ist alles wieder Friede vor der Eier gucken. Jetzt müssen wir auch unseren Cutter noch kriegen gleich. B. Gott, auf dem PC ist alles noch viel gruseliger. Ah, der Tanz ist dampf, okay. Wie krieg ich diese Fuckdinger jetzt raus? Aha! Alter! Ich hab das alles gar nicht mehr so gruselig in Erinnerung gehabt. Das muss einer der Überlebenden gewesen sein hier, wa? Du freches, böses Biest! Mach sowas nie wieder! Und du, kleiner Pimmelberger, lass dich nie wieder töten, hast du verstanden? Nie wieder lässt du dich töten. Sonst komme ich und dann werde ich dich mal so richtig töten. Okay, ich glaube, er hat es verstanden. So, blutige Fußabdrücke. Okay. Gesundheitstaste. Q. Okay. Das Medipack. Wir müssen da links. Ah. Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Zurück! Okay. Dann Lüftungsschächte. Isaac? Ja? Isaac? Ja? Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Na, kaum zu glauben, dass ihr es geschafft habt. Isaac, da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen.
Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Genau, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht, aber Sie. Oh, Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nicole zu finden. Okay. Los geht's. Nutzen Sie den Kartenbildschirm, um Einsatzziele und wichtige Orte zu checken. Okay. So oder so. Upsi, upsi. Können wir das denn mit diesem Ding hier machen? Aber ich dachte, hier konnten wir auch irgendwas ändern hier. Benötigt, haben wir nicht. Okay, today. Was ist das? Das ist ein kleiner Spielautomat? Naja, die müssen ja auch Spaß haben an Bord hier, ne? Da, durch die Tür. Mitnehmen. Mitnehmen. Hör auf. Dies und das und Ananas. Aha. Ach, wie schön, wie er da so hängt. Wie schlag ich nochmal? Ich hab dir geholfen. Die kommen niemals an deine Beine ran. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Alter, ey. Trennen Sie Gliedmaßen, um Gegner schnell zu töten. Zerstückeln Sie Gegner, um sie zu verlangsamen. Ja. Die defekte Monorail. Weißt du, was ich hasse? Dieses Spiel. Wie konnte ich nochmal diesen Langsamheitmacher da? Habe ich doch sowas gedacht. Das Stase-Modul, das du gerade aufgehoben hast. Wie kann ich denn darauf wechseln? Also, wie kann ich denn darauf nochmal wechseln? Das Stasi-Modul. Das Stasi-Mobil. Habe ich jetzt nicht irgendwie kapiert. Vibration, was man denn da annehmen? Bla bla. Weiter. Grundlegende Steuerung. Zielmodus. Nachladen, bla bla. Sekundär. Stasi-Kanone. C. Speichern finde ich immer gut. Yep. Ja. Oh, wir hören eine Waschmaschine. Wie speichern? Wie kann ich das denn annehmen? Einfach so? Okay, ich glaube, das hat jetzt gespeichert. Ah! Es ist so scheiße dunkel hier, Mann. Ich sehe nichts. Dankeschön. Dein Stasemodul sollte dir bei dem Armmechanismus helfen. Ich muss mich nochmal mit der PC-Steuerung irgendwie auseinandersetzen, aus dem ganz anderen Grund. Ich hab's ja damals echt nur auf der PS3 gespielt, ne? Hier war das so, dass der eine Kabel mal wieder rausflutscht und man musste ihn manuell reinbringen, ne? Selber schuld, dass ihr draufgehört seid!
Ist ein Kopf auch ein Gliedmaß? Nimm mit! Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn zwar ins Depot geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stasemodul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Der eine blieb hängen, glaube ich. Digga. Es bewegt sich noch. Aha, das ist so viel. War da irgendwas? Aufgemerkt, ist kein Monster. Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Ja, ich tue nichts anderes. Gusek, du hast es geschafft. Ja, danke. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Ja. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Das ist alles so laut. Ich höre da draußen was rumkriechen. Aber so schockt das, ne? Schockt nur, wenn es so laut ist. Ich komme! Lauf, Tonji, lauf! Boah, das macht aber nicht lernen, oder? Ein lautes Leben in der Orbitalstation hier. Waggonersetzung abgeschlossen. Nichts wie raus hier. Oh, oh. Hallo, du schlüpfriges Wesen. Okay, tschüss. Ach so, speichern. Ich finde Speichern immer sehr toll. Genau. Annehmen. Ja. Eine neue Teuflerei. Ey, wie das da noch greift und zappelt. So als wäre da noch irgendwie so ein Krakenvirus drin. Warte mal. Oder war der noch am Leben? Okay. Ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Okay. Ja, öffne bitte. Ja. Moment, ich habe einen Schatten gesehen. Tomji, du hast einen Schatten gesehen, ne? Ja, auch du hast einen Schatten gesehen. Stirb, du Ding aus... Okay, es ist schon tot. Warte mal, um sicher zu gehen. Mir geschossen!
Mann da! Bist du irre? Ja. Jetzt mal mit dem Kopf Fußball spielen. Lass uns den Kopf zerquetschen. Können wir das? Oh. Ja, aber schön viele Speicherdinger gibt es hier, ne? Also ich möchte gerade ganz viel speichern. Finde ich total geil. Speichern macht Spaß. Leute, das wird mein Herz nicht aushalten. Wie gesagt, ich habe das schon ein paar Mal gespielt, aber... Ey, es ist immer noch gruselig. Isaac? Ja? Kendra hier. Offenbar ist die Tür zum Lagerraum verschlossen. Es sollte im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben. Lastenaufzug, war und dann so klein. Aufgabe. Und jetzt sind wir hier. Daran erinnere ich mich noch. Hier gibt es 1 Million von diesen Monstern. So wie sich das gehört. So. Her. Hier. Alter Schwede, Leute. Da krieg ich ja eine Stresspustel. Komm, schmeiß mich hier runter. Los, runter mit dir. Tschüss. Was? Wie kriegst du paranormale Activity? Oh. Okay. Ja, ich habe da irgendwie wieder so einen Schatten gesehen. Das kann man auch. Missgeburt. Man kann sich auch nicht irgendwo in der Wand verstecken, weil aus diesen Wänden kommen die ja, diese Penner. Wie kann ich nochmal gegen Nekuva heilen, ne? Sehr gut. Meine Rückenmarksflüssigkeit ist wieder aufgeheilt. Kommen wir noch nicht rein, aber hier müssen wir in Endeffekt irgendwann mal rein, ne? Hackdreck. Da rein, alles klar. Ist so schön hier. Ich werde niemals ins All fliegen. Nur mit dem Laserschwert. Und mit dem The Cell Sector. Ja, fall runter, damit du unvollständig bist.
vor allem, man hört sie überall, ne? Man hört sie einfach überall. Man weiß, dass sie auch überall sind. Aber trotzdem hat man Schuss. Ja. US-Abteilung, Raumfrachter, Defekt ausgehören, Tab verlassen. Tschüss. Sehr schön. Und wichtige Hinweise. Okay, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ach, scheiße. Haben wir das? Das ist genau das, was wir brauchen jetzt. Hier! Du springst nicht so. Das macht niemand mit einem Kanji. Du sollst diese verkackte Flinte nachladen, Junge. Hat er. Boah. Erstmal die hässliche Birne abtreten hier. Fall runter. Runter da. Da. Hab ihn in einen Toast verwandelt. So, nun aufmachen hier. Ach, Kinders. So viel Böses hier auf dem Raumschiff. Nein, nein, nein. Du kannst mich nicht verarschen. Okay, komm. Hinter uns kommt einer. Jetzt schmeckt gut, hinter uns kommt einer. Ziel und dabei brauche ich gerne. Okay, hier haben wir das Teil, was wir, womit wir unsere Waffen noch aufpippen können. Aber hier gibt es keinen Speicherraum. Warum gibt es hier nichts zum Speichern? Der schreibt mir gerne gespeichert. Da genau, das sind die Energieriegel, genau. Oder Energieknoten. Sehr gut. Bergmann. Wir haben bis jetzt nur diesen Cutter. Wir kriegen ja nachher auch noch diese Superwerf hier Dingens. Ach, hier, eine Rig. Das ist das Ding, was... Nee, alles klar. Strassmobil. Wir wollen den Plasma-Cutter so ein bisschen erweitern. Denke ich mal als erstes. Wäre das, glaube ich, eine sehr tolle Geschichte. Auswählen. Eingabe. Damit wird ihr Schaden um 2 Punkte erhöht. Die Kapazität. Kapazität ist auch nicht schlecht. Schaden finde ich auch gut. Okay. So, die Energieknoten gibt es ganz schön wenig, finde ich. Da müssen wir immer mal gucken, dass man da welche mehr findet. So. Lass uns zum Speicherpunkt gehen. Das sieht auch aus, als wäre jemand durch den Ventilator gezogen worden. Und dann... Genau, Isaac. Bring die Platine zur Monorail-Steuerung und setze sie in den Prozessor ein. Dann ist das Monorail-System mit Audio. Hey, ich fall um! Den hat es gar nicht interessiert, dass ich auf ihn geschossen habe. Ich habe kein Erlebnis. Erstmal gleich die Beine weggefetzt, Alter. Okay, da gehen wir längst. Wie dann durch die Gegend fliegen, wenn man gegen die kickt, ne? Ja, ja, am Arsch kommt mit deiner Mutter. Mach auf die Scheiße! Du sollst mich nicht erschrecken! Aua, aua, aua! Reiß mich auf damit, das macht man nicht! Das ist uncharmant. Erst lädst du mich davor, erst mal den Drink ein, bevor du an mir rumfliegst. Meine Fresse, mach die scheiß Tür auf, warum ging das nicht? Okay. Kuckuck. Ah.
Hat er noch was für mich? Nee. Mich so erschrecken wollen, aber... Ah, hier kann man speichern. Also, Kinderchen, das war's auf jeden Fall für heute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Denn das wird jetzt erstmal unser weiteres Programm sein. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.